meine Komplizen. Wir nennen ihn mal Komplizen. Sie halten sich nicht mal schönste Rücken. Nein. Sie halten sich nicht mehr. Wenn ich ihn nenne, ihr Komplizen. Wollte der das? War er Ihre Meinung? Fand er es persönlich? Hier hat ein Talent der gefördert. Ich wäre dafür, er würde die gleiche Strategie wie Sie. Nein, ich würde nicht zusammen. Ja, nicht zusammen. Getrennt. Geh nicht mit dieser Technik. Aber schauen Sie sich ihn an. Ja? Schauen Sie sich, wie alt denn? Ich meine, das geht unter das Jugendschutzgesetz. Ich bin alt genug. Ja, auch. Ja. Bewusst nicht wieder. Ja, natürlich nicht. Also, so viel erzählt uns unsere Tochter dann jetzt auch nicht. Also, erstmal mal. Herr Preuß, Sie sind unser Fachmann an der Schule, wenn es um Theater geht. Wie kamen Sie zu diesem Hobby? Ich habe schon immer Theater gespielt, schon in der Schule Theater gespielt und auch schon in der Uni Theater gespielt. Und es ist nett zum Ausgleich. Und glauben Sie, Sie können jungen Leuten noch etwas mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall, denke ich schon. Es macht Spaß und es ist was anderes als normale Schule. Und auf jeden Fall, Schule ist nicht nur Lernen. Und also wollen Sie ihnen sozusagen gar nichts beibringen oder gibt es schon innere Sachen, zum Beispiel Ausstrahlungen, was Sie ihnen vermitteln wollen? Oder? Natürlich, zum einen soll es Spaß machen, das steht im Vordergrund, gerade was ich jetzt hier in den Projekttagen mache. Aber es geht auch darum, sich zu präsentieren, sich vor vielen Leuten zu präsentieren, etwas darzustellen, in andere Rollen zu schlüpfen und dann auch manche Situationen einfach besser verstehen können. Okay.